Was dem italienischen Brescia seine Mille Miglia ist, ist Zwickau die Sachsen-Klassik. Auch wenn die Oldtimer-Rallye im Osten Deutschlands mit erst 11 Jahren nicht auf eine annähernd lange Historie wie die berühmte Mille Miglia zurückblicken kann, haben sie die Fans bereits fest ins Herz geschlossen. Die Sachsen-Klassik gehört zu den besucherstärksten Oldtimer-Veranstaltungen Deutschlands. Anders als bei den meisten Oldtimer-Rallys sind bei der Sachsen-Klassik nicht nur Autos am Start. Motorräder sind bei der Veranstaltung ebenfalls dabei. Zum einen ist es die Streckenführung durch das Vogtland und das Erzgebirge. Zum anderen ist es die Begeisterung der Menschen am Streckenrand. Nicht nur die Fans, auch die Anwohner legen eine ähnliche Begeisterung an den Tag wie die Italiener bei der Mille Miglia. Gestartet wird traditionell in der Zwickauer Innenstadt. Fußgängerzonen und Geschäftsstraßen werden kurzerhand für die 180 Oldtimer geräumt und ein Spalier begeisterter Zuschauer jubelt den Teilnehmern zu. Natürlich hat sich die Sachsen-Klassik auch bei Promis einen Namen gemacht. Fernsehkoch Johann Lafer tauscht den Kochlöffel für einige Tage gegen einen VW-Bulli ein. Während es rund um Brescia die Sportwagen vom Schlage Ferrari, Bugatti und Porsche sind, die von den Zuschauern bejubelt werden, sind es bei der Sachsen-Klassik die Autos des kleinen Mannes. Die Stars heißen Karmann Ghia, Audi 80, VW Käfer oder eben der Bulli von Johann Lafer. Wie soll es anders sein, dass auch hier Trabant, Wartburg und Skoda ihre größten Fangemeinden am Streckenrand haben? Bei den Teilnehmern sorgt die selektive Streckenauswahl für Begeisterung. Die rund 600 Kilometer nach Chemnitz haben es zum Teil in sich. Berühmt-berüchtigt ist die steile Wand von Merane, eine Kopfsteinpflasterstraße mit 12% Steigung. Hinzu kommen rund 2 Dutzend Wertungsprüfungen, bei denen Mensch und Maschine gefordert werden. Zum Beispiel müssen 230 Meter in exakt 18 Sekunden zurückgelegt werden. Wer langsamer ist, bekommt Strafpunkte, wer zu schnell ist, noch viel mehr. Und wenn eine Oldtimer-Rallye schon in der Nähe des Sachsenring unterwegs ist, darf ein Abstecher auf die traditionsreiche Strecke natürlich nicht fehlen. Die Veranstalter haben sich eine Aufgabe überlegt, die zuerst einmal recht einfach klingen mag. 3 Runden auf der Berg- und Talfahrt in exakt der gleichen Zeit zurücklegen. So ist es egal, ob ein PS-starker Sportwagen oder eben ein 44 PS Bulli am Start ist. Exakt auf die Hundertstel Sekunde über die Linie zu fahren, das ist eine Übung, die die erfahrenen Teams meist ohne Probleme schaffen. Für Menschen wie Johann Lafer zählt da eher der olympische Gedanke. Dabei sein ist alles. Doch gerade die Mischung aus den schwierigen Sonderprüfungen und Fahrten durch die malerische Landschaft ist es, die der Sachsen-Klassik Jahr für Jahr mehr Teilnehmer beschert. So dürfte auch die 12. Auflage im kommenden Jahr wieder mit einem neuen Rekordfeld auftrumpfen können. Und die vielen begeisterten Fans wird das freuen. Da ist Sachsen eben ein wenig wie Italien.